Severe! Ich weiß alles. Was weißt du? Dass du eine Tochter hast. Das war nicht schön von dir. Nicht schön? Das war sogar gemein von mir. Gemein kann man nicht sagen. Das kommt in den besten Familien vor. Ja, in den allerbesten. Du hättest mir nur rechtzeitig die Wahrheit sagen sollen. Die nackte Wahrheit. Dazu ist es nie gekommen. So, und jetzt sprich dich aus, mein Herz. Wer war ihre Mutter? Ja, woher soll ich das wissen? Sieht sie ihr ähnlich? Vermutlich. Was hat sie von dir? 8000 Francs monatlich. Das ist zu wenig. Du hättest ihr 10.000 geben sollen. Du bist zu edel. Ich bin noch weitergegangen. Heute ist schließlich dein Geburtstag. Und die schönste Überraschung, die ich dir bieten kann, ist, dass ich das Mädchen zu uns ins Elternhaus gebracht habe. Zur Familie. Wie? Ins Haus? Hier in dieses Haus? Ja, damit du sie immer um dich hast. Das kann ich ja unmöglich annehmen. Es bleibt dabei. Mit diesem Satz erscheint Clou-Clou im Salon und Severin starrt sie entgeistert an. Na, wie habe ich das gemacht? Großartig! Dafür muss ich dir einen Kuss geben. Später erst die Tochter. Clou-Clou, meine Tochter! Papa! Oh, oh. Der Name Clou-Clou ist natürlich in Perpignan viel zu bekannt. Von nun an heißt du Babette. Babette? Keine Widerrede. Hier wird sich deine Rosenknospe zu einer Lilie auswachsen, um schließlich einen Mann zu beglücken. Ach ja, einen Mann. Was fällt dir ein? Sie ist meine Tochter. Souverän umarmt Clou-Clou. Gerührt von so viel väterlicher Zuneigung dreht Melusine das Licht der Familienlampe auf.